Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in den Apartments angekommen. Und hier ist es tatsächlich auch nicht sicher, weil hier vorne... Wir haben das beim letzten Mal ein Kind tatsächlich gesehen, welches hier in den Apartments rumläuft. Und es scheint noch zu leben und da vorne ist irgendein ekelhafter Zombie da. Ne? Und ich will dem eigentlich gar nicht begegnen, aber der blockiert uns scheinbar den Weg. Ich würd mich gerne nochmal hier umgucken. Das heißt, wir gehen nochmal kurz hier rein. Okay. Oh! Was ist hier passiert? Da sitzt irgendeiner vom Fernseher und da ist ein Schlüssel auf einmal. Okay. Was war das? Schlüsselzimmer 202. 202 steht oben auf dem Schlüssel, habe ich im Zimmer 208 gefunden. Okay. Dann gehe ich mal wieder raus und dann... Was? Wer guckt hier Fernsehen? Beziehungsweise wer guckt sich hier Schnee an? Boah, ist das widerlich. Er ist tot. Wer könnte das getan haben? Ja, das frage ich mich auch. Und wer hat den Fernseher angemacht? Boah. Also in diesem Raum scheint echt was abzugehen. Okay, wir haben den Schlüssel 202. Der ist für da unten. Das kann, ja, und sonst kann man hier nichts machen, oder wie? Henry Mildred Sauls. Gut, okay, Scott. Hier ist das Uhrenrätsel, wo man noch nichts machen kann. Okay. Lass mich hier weg. Lass mich einfach hier weg. Gut, ja, Freunde, dann weiter geht's mit Silent Hill 2. In dieser letzten Aufnahmesession, dass ich vor meinem großen Urlaub, der nächste Woche beginnt. Und ja, freut mich einfach, dass ihr nochmal dabei seid jetzt hier zum Jahresende. Und da bin ich mal gespannt, was hier drin ist. So. Nochmal so ein mysteriöser Raum. Fledermäuse! Ja, nett. Ihr seid ja nett. Der Käfig ist leer. Ja, irgendjemand hat hier Fledermäuse freigelassen. Alter Schwede, was... Was ist hier... Irgendwas ist hier doch. Schloss ist kaputt. Oh Gott. Ich mag ja so eine Musik nicht. Sonst ist hier nichts. Wartet mal doch. Hier muss doch irgendwas sein. Wartet mal. Okay, irgendwelche Experimente hier gemacht. Es ist zu dunkel, um sicher sein zu können, aber ich glaube, da ist was auf der anderen Seite des Lochs. Ja, untersuch mal. Oh je. Steck doch nicht deine Hand da rein, du Idiot. Och, Leute. Da steckt er einfach seine Hand da rein. Schlüssel mit der Uhr. Okay, es scheint geklappt zu haben. Ist das die... Es ist nichts mehr in diesem Loch. Ist das vielleicht die Uhr, die hier so komisch läutet? Nee, aber wir müssen tatsächlich zurück zum Uhrenraum. Okay. Ja, dann schnell raus. Nichts wie raus. Oh, Gottes Willen. Ja, das Spiel ist schon echt... Das Spiel ist hart. Also... Aber hier weiß man zum Glück, was man machen muss. Ist da? So, dann gehen wir nochmal kurz hier direkt rechts rein. Wie? Der Zombie ist jetzt weg? Okay. Höchst interessant.
So, der Fernseher ist aber noch an. So, und hier haben wir jetzt gleich die Uhr. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das hinkriege hier. 10:43 Uhr und 15 Sekunden stehen geblieben. Ja, aber benutzt doch den Schlüssel. Genau. Da, Schlüssel mit der Uhr benutzt. So, und dann ist es jetzt die Frage. Ja. Dann ist es jetzt die Frage, welche Uhrzeit müssen wir einstellen? So, jetzt kommt's, Freunde. Die Narben der Vergangenheit werden den Nagel entfernen, der die Zeit anhält. Kann man die vielleicht verschieben? Nee, wir müssen doch noch eine Uhrzeit einstellen. Das hat sowas von Resident Evil 1. Aber wir haben hier die Narben der Vergangenheit. Henry Mildred Scott. Okay, und guckt mal da, das sind so. Ja. Okay. Gucken wir uns nochmal den Hinweis hier vorne an. So. Drei Nadeln von verschiedener Höhe stehen. Ja, das sind die drei Zeiger. Die dicke, die lange und die dünne. Genau. Von langsam zu schnell nach rechts. Von langsam zu schnell nach rechts zu gehen. Scott nicht auf 3, sondern 15 ruht. Scott nicht auf 3. 15. Ah, also Scott ist nicht auf der 3. Aha. Wartet mal, ich gucke mir nochmal die englische Nachricht an. Scott is not on 3, but 15. From slow to fast, they move to the right. Ja. Okay. Scott ist nicht auf der 3. Also, okay. Dann kann ich mir das 3:15. Kann ich mir das nur vorstellen, dass wir da irgendwie. Henry und Mildred nur machen müssen, oder was? Das kann sehr gut sein. Wartet mal. Aha, guck mal. So, oder was? Das war's schon? Und wenn wir die jetzt verschieben? Ah, okay, ja, das war ja einfach. Das war ja echt einfach. Okay, dann gehen wir da rein. Das war ja einfacher als gedacht mit dem Uhrenrätsel. Wow. Das haben wir hier schnell hingekriegt. Okay, so was haben wir denn hier für Türen für zwei? Die ist zu. Die ist auch zu. Okay, ich glaube, wir kommen in die Nähe des Zombies. Ist hier gar nichts. Was ist das da? Das. Ah, okay. Wir können abspeichern. Ja, dann speichern mal hier. So, auf den Wald einfach. So, ich mache mal hier so einen Speicherpunkt. Schloss ist kaputt. Okay. Hier kommen wir wohl raus auf den Gang, ne? Ja, da kommen wir raus auf den Gang. Und da ist ein roter Punkt eingezeichnet. Das ist ein Speicherpunkt. Ja, aber wir gucken nochmal hier hinten rein. Ha! Seht ihr das? Medizin. Sehr gut. Und da liegt noch was drin, oder? Nee, das ist nur der Waschbecken. Okay. Das ist krass. Also das mit dem Uhrenrätsel habe ich mir echt schwieriger vorgestellt. So, Freunde, wir sind auf der anderen Seite hier. Wo ist dieser Zombie hin? Können hier raus. Okay. Treppenhaus. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt hier nach oben auf die andere Seite, ne? Ja. Ah, sehr gut. Wir können theoretisch auch nach unten. Auf die andere. Ah, da können wir da unten weitermachen. Ja, cool. Frage ist, ich würde sagen, wir machen jetzt mal oben weiter.
Oder oben, weil oben sieht irgendwie, das dritte sieht irgendwie kleiner aus, oder? Ja. Das sieht tatsächlich, oder? Ja, wir gucken uns erstmal hier oben um. So. Wartet mal, ist da vielleicht noch was drin? Nein. Okay. Alles klar, dritte Etage. Das geht ja wieder gut los hier. Wenn hier ein Zombie kommt, ich schieße. Ja, da kommt tatsächlich einer. Hast du ein Auto-Aim? Nein. Alter, ja. Wie viele Schüsse brauchen die denn? Drei Schuss? Vier Schuss? Ich meine, ich sehe ihn ja nicht, ne? Aber... Holy shit, die brauchen sechs Schüsse. Bam. Sechs Schuss braucht ein Zombie. Okay, das ist ganz schön viel. Ich weiß nicht, ob wir die Munition sparen müssen. Oder ob wir die Zombies lieber mit dem Brett machen müssen. Aber solange ich nichts sehe, werde ich diese Zombies tatsächlich erschießen. Da können wir aber... Oh Gott! Leute, das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft, ey, alter Schwede. Was geht hier ab? Da liegt mal wieder ein Schlüssel. Ah, und wir können. Boah, Leute, das ist ja widerlich. Was ist mit dem Kerl? Ein Schlüssel zum Hof. Was ist mit dem Kerl? Wir haben ihn erschossen, aber. Richtig widerlich. An der Wand hängt ein Gemälde. Es sieht aus wie ein Bild dieser Gegend. Eieieiei. Ja, die beiden Zombies hier erledigt. Keine Ahnung, was das für komische Wesen sind. Was das. Ach. Mensch, Mensch, Mensch. Mensch, James, was hast du für komische Erinnerungen hier? So. Und hier irgendwas noch aufmachen, vielleicht. Irgendeine Tür. Ist der Stuhl? Nein. Das ist auch kaputt. Okay, dann gucken wir nochmal hier, aber hier ist auch nichts mehr. Okay, wir haben einen Schlüssel zum Hof. Was heißt, wir oben sind hier oben tatsächlich Gold richtig gewesen. Okay. Ich sehe hier nichts. Das ist ein Problem gerade. Das ist gerade ein richtiges Problem. Ja, wobei, wir können hier. Ah nein, die Tür ist. Okay. Wo rennt der her? Kamera kann ich auch nicht hinter mich machen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Habe ich hier die 303? Da können wir rein. Okay. Ja, perfekt. Aber hier würde ich sagen, wenn wir die Zombies sehen, werde ich auch Munition sparen. Weil, es sei denn, es ist halt extrem eng, wo es jetzt nicht mehr... Da drinne. Okay. Ja, dann komm her.
Das Telefon scheint nicht zu funktionieren. Komm her. Komm her, du ekliges Etwas. Komm. Ja, komm her. Ah, hau drauf. Ich weiß, das dauert zwar ein bisschen länger, bis man die so platt macht, aber... Ach, guck mal, ist schon kaputt. Ach geil, man kann weiter drauf. Man kann weiter drauf hauen. Bam. So, weg ist es. So, was haben wir denn hier? Genau, ich werde jetzt nämlich Munition sparen. Ja, das ist ganz schön verschachtelt alles hier, ne? Aber... Wollte ich rein? Warum kommen wir da nicht... Ja, okay. Kommen wir da halt nicht rein. Ein Verbandskasten. Ja, danke schön. Wobei ich noch gar keine Medizin gebraucht habe irgendwie. Okay, wir haben irgendwie gerade mehr Heilung. Noch ein Klo. Musst du nicht aufs Klo? Ja, Mensch. Mensch, James, du musst nie aufs Klo. Was ist los mit dir? So, gibt's hier irgendwas? Nee. Das erschlossene Bretta. Da ist Muni. Danke. Ja, Muni haben wir langsam gut ordentlich, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde gleich meine Waffe zicken. Noch ein Gesundheitstrinker. Ja, mein Gott. Wir werden ja hier zugemüllt mit Sachen. Also das ist schon ordentlich, ja. Aber wie gesagt, wir kennen ja Silent Hill. Ne? Wenn wir 42 Schuss haben, das reicht nicht unbedingt für lange. So. Gut. Was war dann das Zimmer? Ich muss da in der Ferne tapseln. Ach, guck mal, da liegt noch ein Schlüssel. Schlüssel zur Nottreppe. Aha. Was ist das denn hier? Scott? Wieder ein Scott? Ich habe Patronen für die Pistole gefunden. Ja, warte nochmal. Nur eine ganz normale Waschmaschine, nichts Interessantes. Ah! Das hier ist jetzt zu. Ah ne, wir sind einfach. Ah, wir sind einfach auf der anderen Seite. Hä? Ist das jetzt hier zu? Okay. Ich meine, wir haben ja noch einen Gang. Den kümmern wir uns jetzt. Genau, wo bist du? Ich sehe nämlich nichts. Das könnte ein bisschen... Alter, ja. Danke. Ah, dann hau einfach weiter drauf. Los. Hau einfach weiter drauf, James. Ah! Oh, wir sind... Oh ja, ah, wir kriegen eine Anzeige, wenn wir wenig Leben haben. Okay, das ist nett von euch. Dankeschön. Okay, dann werde ich jetzt noch meine Pistole zücken und da drauf schießen. Weil das nervt. Bist du tot? Nein, du bist nicht tot. Warum bist du nicht tot, verdammt? Okay, er steht wieder auf. Alles klar. Okay, neu laden und ausrüsten. So, alles klar hier. Dann hau weiter drauf hier. Verdammtes Etwas hier. Auftrampeln einfach. So, dann haben wir aber jetzt hier ein bisschen Ruhe. Das ist schon mal gut. War ich da schon drin? Nee, die habe ich noch gar nicht geprüft. Das ist aber kaputt. Okay. Ja, heißt im Prinzip, dass wir mit dem dritten Stock jetzt hier fertig sind scheinbar. Und den zweiten haben wir auch schon alles gemacht. Okay, das heißt, wir müssen ins Erdgeschoss. Okay, wunderbar. Wir haben ja auch noch einen Schlüssel für die Nottreppe. Ah, das könnte das da hinten sein. Ah. Das ist so ekelhaft, dass sie uns hier nicht die Kamera drehen lassen. Ist das hier nicht die Nottreppe? Okay, wir gehen einmal runter. Ganz nach unten. Ich kann die Tür nicht öffnen. Okay. Dann hat sich das ja eh erledigt. Und ja, liebe Leute, dann hoffe ich, dass euch diese Folge hier gefällt.
von Resident Evil. Ach, ich rede mal Resident Evil. Silent Hill 2. Jetzt ist sie auch. Aber die Frage ist, nee, lass ich mal. Ich gehe erstmal wieder hier die Zimmer überprüfen. Wir sind hier der Zimmerdetektiv und da hinten liegt ein schönes Paket. Dankeschön. Was? Saft in Dosen? Was ist das denn? Sechserpack Saft mit Dosen im Flur auf der Asentarium. Was ist denn das? Saft in Dosen. Interessant, ne? Ist zu. Ist auch zu. Okay. Alles zu. Das heißt, wir müssen hier unten durch und ich habe keine Ahnung, wem der Saft gehört. Klauen wir uns den einfach mal. So. Erst wieder unser Vogel. Wieder so unser Kuckucksuhr. So. Dann hier. Zack, raus hier. Los. Ach. Ach. Okay. Wir sind jetzt wieder komplett hier draußen. Okay. Das ist dann aber. Okay, da müssen wir wieder zu. Da müssen wir wieder rein. Da müssen wir wieder rein in diese düsteren Apartments hier. Ach, und guck mal hier, was liegt denn da? Liegt da was? Ah, das ist nur Holz, okay. Nur Holz. Mensch. So. So, James. Du gehst bitte nicht dahin, sondern wieder nach ganz nach oben. Beziehungsweise doch, ja, ganz nach oben. Einmal Treppe steigen, James. Ich meine. Kilometergeld hier ist definitiv. Was ist das? Das ist nichts, okay. Kilometergeld hier gibt es auch definitiv wieder. Vor allem, wie schnell du die Treppen hochsteigst, das ist wirklich Respekt. Also, könnte ich nicht. So, weiß nicht, irgendwie kann ich mich hier besser orientieren. Auch wenn ich die ganze Zeit auf die Karte gucken muss, aber ich glaube, da oben war das, ne? Da oben, ja, genau. Wir gehen mal in das andere Treppenhaus. Was ist denn jetzt schon wieder mit der Musik hier? Lass doch mal die Musik sein. Jetzt mal ehrlich, Leute. Lass die blöde Musik weg. Da liegt Munition für uns schon wieder. Jawohl. Wir haben irgendwie richtig viel Munition. Zweites Geschoss waren wir schon mal? Ja. Okay, genau, das ist die andere Seite. Das heißt, wir gehen hier in den ersten. So, Freunde. Und hier gibt es in den Kisten gibt's hier irgendwas. Leider nein. Okay. Erste Etage. Abgeschlossen wie jetzt? Wie abgeschlossen? Ah nein. Müssen wir jetzt tatsächlich wieder von außen. Ah, sorry, James, du musst nochmal Treppen steigen. Müssen wir jetzt vielleicht, da wir jetzt ja diesen Hofschlüssel haben. Es tut mir leid, James, aber du kriegst in dieser Folge definitiv Kilometergeld von mir. Wir müssen da tatsächlich scheinbar von außen nochmal in das Haus rein. Weil, boah, diese Gänge, ne, die sind so extrem lang, das ist unglaublich. Weil, wir haben jetzt diesen Hofschlüssel und von dem Hofschlüssel kommen wir scheinbar nur von der anderen Seite rein. Ja, das ist, gut zu wissen auf jeden Fall. Ist das irgendwas hier Interessantes? Nein, okay. So, James, dann die Treppen wieder runter. Tut mir leid. Aber, ja mein Gott, du bist doch ein sportlicher Typ, das schaffst du schon. Und vor allem so schnell würde ich auch gerne Treppen steigen, jetzt mal ehrlich. So. Hier raus wieder. Ich meine, das ist ja nicht umsonst hier. Hier rennt er auf einmal richtig flott hierher, ne? Diese Apartments gefallen mir gar nicht, also ich will hier wieder weg. Aber ich muss hier leider noch mal rein. Das tut mir leid. Und dann wahrscheinlich hier vorne. Ja, ich wusste es doch. Okay. Wir sind im Hof. Okay, das könnte jetzt sehr spannend werden. Okay, wir haben hier einen riesen Bereich. Ach, die
Kamera kann man die überhaupt nicht drehen, ne? Das ist. Aha. Was rennt hier wieder rum? Ist das wieder so ein Zombie? Ja, da unten, okay. Alles klar. Ich schaue mich hier aber nochmal in Ruhe um. Ah, guck mal. Hier könnte man jetzt die Räume prüfen. Aber ich würde gerne erstmal nochmal den Hof prüfen. Erstmal den Hof prüfen, bitte. Was haben wir? Da ist ein Bart! Uiuiui. Na, wir können eigentlich. Wartet mal. Ne, wir können eigentlich die Pistole jetzt ausrüsten. Ausrüsten. So, und dann schießen. Los. Ah, das sind zwei, das sind zwei, das sind zwei. Aua. Drei sogar. Eieiei, was ist mit dem Kinderwagen hier los? Weiß nicht. Schieß einfach drauf. Eieieiei. Okay, wir müssen nachladen. Ja, wobei. Wir brauchen ganz schön viel Muni. Eieiei. Die brauchen ganz schön viel Muni, wisst ihr das? Was haben wir da? Wir haben irgendwas aufgesammelt. Ah, guck mal. Eine Münze. Große Münze, die eine Schlange zeigt. Ich fand sie im leeren Schwimmbad. Okay. Ich glaube, damit wir hier jetzt. Damit wir hier ein bisschen Ruhe haben. Verdammte Axt. Eieiei, der steht auf hier. So. Okay. Alter Schwede. Damit wir jetzt hier nämlich ein bisschen Ruhe haben, werde ich die erledigen. Ah, Alter. Okay, wir müssen uns heilen. Wir müssen uns heilen. Gut, dass ihr mich da darauf hinweist. So. Weil ich möchte nicht, dass wir unsere Munition hier verschwendet haben. Das ist ein Whirlpool. Willst du das keinen Bock, James? Willst du nicht in den Whirlpool? Alter Schwede. So. Au! Voll angekotzt hier. Voll angekotzt. Okay, der ist kaputt. Den noch. Und lauf einfach. Komm, lauf einfach weg. Oh Mann. Ja, ich möchte mal ein bisschen Action haben hier. Deswegen, so. Genau. Bisschen Action. Neu laden. Ausrüsten. Wir müssen uns gleich auch nochmal heilen. Kann man den kaputt treten? Ne, der ist schon kaputt. Okay. Und einmal kaputt. Genau. Danke. So, dann haben wir hier draußen jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Warum ist überhaupt ein Kinderwagen im Schwimmbad? Was habt ihr mit eurem Kind gemacht? Oh Mann. Aua. Ja gut. Aber hier kannst du wahrscheinlich wieder raus, ne? Oder nicht? Kannst du nicht die Poolleiter runter? Okay, ich glaube, die Münze war tatsächlich das Einzige. Ich habe einfach nur ein bisschen Action gewollt, ne? Deswegen habe ich die jetzt platt gemacht, die Gegner. Guck mal, hier kann man sogar auch nochmal raus und dann nochmal hier in den Bereich. Könnt ihr mal bitte die Kamera hinter mich machen, oder? Ach, sonst gibt's hier gar nichts. Sonst gibt's hier gar nichts. Okay, das ist interessant. Ja, das passt ja perfekt. Das ist meine Uhr schon. Gut, Freunde, alles klar. Würde ich mal sagen. Jo, dann gehen wir in der nächsten Folge hier rein, in diese Tür. Und wir heilen uns einmal. So. Und genau, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Tja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.